Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es wieder eine Runde Hawk Gameplay und ich habe heute Crossplay ausgeschaltet. Das heißt, ich bin von der Lobby, wo PlayStation, Xbox und PC drin ist, raus in eine neue Lobby, und zwar in eine PlayStation-Lobby gekommen, wo nur Leute sind, die PlayStation spielen und auf PlayStation spielen, also vor allen Dingen auf der Konsole zocken, auf ihrer PlayStation, auf ihrer PS5, so wie ich. Und ich finde, dadurch ist es irgendwie ein bisschen fairer, wenn man nicht gegen die Leute auf dem PC ran muss. Und ich habe erst gedacht, es dauert eine ganze Weile, bis man da eine Lobby findet, aber ich glaube, inzwischen haben sehr viele Crossplay ausgemacht, die auf PlayStation spielen, und deswegen sind die reinen PlayStation-Lobbys auch immer gut gefüllt. Und es hat nur 2 oder 2,5 Minuten gedauert und ich hatte ein Spiel, und das seht ihr jetzt. Das Spiel heute, wo Crossplay aus ist, das erste Mal bei mir in Hawked. Und ich muss sagen, ich verrate mal nichts, aber die Runde, die ist auf jeden Fall richtig cool. Viel Spaß dabei jetzt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go. Ich spawne direkt auf einem Schatz. Und so ziemlich genau auf dem Schatz drauf. Wo ist er denn jetzt? Hier. Ja, das ist ein guter Start. Schmuckstück. Gute Mod. Und jetzt noch eine Waffenkiste und dann auf zur ersten Glyphe. Auf dem Weg dann ist auch noch eine Waffenkiste. Schießt hier jemand? Traverse hat aber noch nicht ausgeschlagen. Ne, hier ist keiner. Raus. Fisch. Das ist kein Fisch. Das ist eine Schale. Hier ist ein Fisch, aber. Haus? Nein, hä, was ist es denn? Dieses Dreieck? Nein. Ah, das ist dieses Ding hier. Dieses, was. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Aber wenn die Glyphe auch gleich das Symbol hat, dann wissen wir es ja. Ist das so, dass die Glyphe dann das Symbol hat, was hier zu sehen ist? Nee. Ist die Trankglyphe. Und das wäre das Symbol ja hier. Na gut, schade. Das wäre schon cool, wenn das dann noch die Glyphe wäre. Was haben wir hier? Godfella in... in Blau. Okay. Wir nehmen Pistole mit. Okay, ja, wir gehen zur nächsten Glyphe. Sehr ruhig hier. Ah ja, da schon der erste Kill. PlayStation-Spieler gegen ein Bot. Ich habe hier gerade 2 Kills gemacht, und zwar PlayStation-Kills, sehr gut. Also es ist nicht nur komplette Bot-Lobby. Mhm.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt brauchen wir hier. Dieses Glas, das Auge. Und wieder dieses Symbol. Ist das Trommelsymbol? Nee, oder? Nee. Glas ist hier unten. Okay. Aber das. Moment mal, das ist ja schon richtig und das auch. Das ist doch schon alles gelöst. Ah nee, das ist ein anderes. Das untere ist ein anderes. Verdammt, das wird wahrscheinlich so sein. Nee. Komm schon, welches ist denn da noch? Ja, dann muss das hier. Oder, oh mein Gott. Ja, das ist jetzt aber hier Trial and Error. Wo ist denn da ist das Symbol? Okay, wir brauchen jetzt hier nochmal das Glas. Jetzt. Welche Glyphe ist es? Markiert Beutequellen, die Augenglyphe. Ah ja, da sieht man die Schätze und so. Das ist auch sehr geil. Da muss man die nicht suchen. Können wir ja gleich mal gucken, falls wir es noch sehen. Falls wir noch einen Schatz irgendwo finden. Bei einem Fragezeichen. Guck da, man sieht auch die Waffenboxen und so. Alles ist markiert. Hey, was ist mit euch los? Nee, Schrotflinte wollen wir nicht. Also eine Pumpgun. Baby Godzilla hier? Nee, 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 geh mal weg. Okay. Boah, ja, okay. Nee, ich glaube, ich hab's vergessen. Ja, falsch. Okay, nochmal. Okay. Ich glaube, ich habe es wieder vergessen. Ich habe es doch nicht vergessen. Es war am Ende aber wirklich nur noch geraten. Sonnenglyphe, maximal Schild erhöht. Sehr geil. Die Glyphen sind schon was Feines. Haben wir... Wir haben noch zwei Plätze im Rucksack, wir müssen nicht unbedingt rausbringen. Karawane. Oh. Gegner. Da kämpfen wieder zwei. Leute, was habe ich hier heute für heftige Begegnungen? Also, hier sind ja richtig viele. Oh. Nicht diese gute Waffe abgeben. PlayStation Lobby. No Crossplay Lobby. Ist ja richtig was los. Ja. Ist hier noch jemand? Ich glaube, ich bringe jetzt erstmal den Kram hier raus. So. Krass. Aber diese Goodfella-Waffe ist auch echt OP, oder? Die ist heftig krass.
Lag hier nicht noch ein Schmuckstück gerade? Warte mal, wo waren denn die Kills? Hier. Hier ist ja noch so eine Schale. Ja, okay. Nein! Wir müssen nochmal machen. Da ist ein unsichtbarer Dingsbums. Ich weiß, dass der Countdown wieder aufgehört hat. Da ist auch jemand mit einem Artefakt unterwegs. Das haben wir jetzt ein bisschen schlecht getimt, ich weiß, aber egal. So, da waren wir jetzt aber auch alle vier Schmuckstücke reingesetzt. Und ein Gegner kam irgendwie auch nicht, okay. Irgendwie nur vorbeigelaufen oder so. Die Glyphe schon fertig, können wir uns einfach so holen. Oh, Gegner. Vielleicht hier oben. Vielleicht bei der Glyphe? Nee, da. Okay, das war ein Bot. So wie der da rumstand am Ende. Okay, zurück zur Glyphe. Also ich gehe mal davon aus, dass das ein Bot war, weil da ja kein Symbol dabei steht. Und ich habe das jetzt so bisher auch immer verstanden. Aber vielleicht sind das ja doch Spieler, ich weiß es nicht. Aber warum sollte dann da kein PlayStation-Symbol dabei stehen? Wo wir doch auch in einer Nicht-Crossplay-Lobby sind. Hier müssen doch alles PlayStation-Symbole sein. Was haben wir hier? Fruchtglyphe, ja, okay. Die ist nicht so krass. Jetzt letzte Glyphe holen. Ist gar nicht so weit weg. Überall sind diese unsichtbaren Kristalle. Sehr gut. Was? Wo? Okay. Der unendliche Abgrund in der Mitte? Keine Ahnung. Wir wollen nur die Glyphe. Was müssen wir machen? Oh, ein Pilz. Was müssen wir machen? Oh. Wir müssen gegen ihn kämpfen. Au. Okay, okay. Okay, wow. Wir müssen gegen so ein heftiges Monster kämpfen. Das habe ich auch noch nie gehabt bei einer Glyphe. Okay, gut. Und die Wasserglyphe mit Surfen. Und der Tresor ist direkt ums Eck. Okay. Wir öffnen den Tresor. Warte, wir müssen hier einmal rum. Laut Navi müssen wir einmal rum. Wir holen uns das Artefakt und raus hier. Ich hoffe, das klappt jetzt. Wir müssen durch diese Tür, okay. Oh.
wieder Gegneralarm. Oh, jemand. Jemand ist da. Jemand hat nur auf mich gewartet. Ha. Oh. Okay. Boah, die hat mich ganz schön befeuert. Blups. Schild nehmen wir natürlich. Gerade mit Schild. So, jetzt. Öffnen wir den Tresor. Dann wollen wir mal loslegen. Das. Dann da. Dann das. Dann das. Und zuletzt das Wasser. Schatzkammer. Okay. Das Horn und das Artefakt. Und weg hier. Mann, ich hoffe, ich komme jetzt hier lebendig raus. Schaden kann es ja nicht. Noch ein bisschen Schild extra, falls jetzt wirklich hier nochmal jemand kommt und mich pushen will. Unsichtbarkeit wäre auch nicht verkehrt. Und dann wollen wir mal raus hier, hä? Okay. Was haben wir für ein Artefakt bekommen? Es ist das Jagdartefakt Seelensiphon. Das Eliminieren oder Niederschlag eines Feindes halte ich um 24%. Jemand kommt. Wir sind weg. Oh, so gerade eben. Guck mal. Ich wurde noch beschossen. Aber wir haben... wir haben so gerade eben den Exit geschafft. Boah, gut. Und natürlich das Horn des Heimkehrers am Start. 5 Kills. Und... guten Beutewert 36.000. Ich hoffe, euch hat die Runde Hawked heute gefallen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich bleibe auf jeden Fall dabei, wenn sich die Wartezeiten da nicht großartig ändern und wenn immer mehr Leute auch auf Crossplay ausspielen, weil sie von der Konsole aus keine Lust auf PC-Leute haben in ihrer Lobby, dann wird auch hier schnell ein Match gefunden. Jetzt, dieses Match hat echt 2 Minuten nur gedauert, also war auf jeden Fall eine coole Runde in der Crossplay-Aus-Lobby, in der PlayStation-Lobby. Hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, euch alles Gute. Ciao, ciao!